Motivation in einer Gruppenpraxis zu arbeiten, ist, dass man Verantwortung und Aufgaben und Kompetenzen kann teilen kann, dass man nicht alles allein muss tragen muss. Als Grundversorger da sieht man an einem einzigen Tag wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Also vom eingewachsenen Zehennagel bis zum ausgewachsenen Problem kommt alles. Und man weiss am Morgen nicht genau, was kommt. Und man sollte den ganzen Tag Ideen haben und Lösungen können anbieten oder Begleitungen machen. Und wenn man das nicht allein muss tragen, wenn man den Kollegen kann fragen, wenn man kann sagen, komm mal, geh ins Sprechzimmer oder dass man eine Pause kann diskutieren, ist das eine riesige Entlastung. Ich glaube, die wichtigen Entscheidungen im Leben, die tut man nicht so fällen bewusst. Das passiert eben einfach. Und auch ich habe irgendwann die Matura gemacht, habe ich gewusst, was studieren, habe dann irgendwann einmal Medizin studiert, bin dann in die Medizin reingeraten und hätte auf jedem Gebiet eigentlich bleiben können, wo ich war. Auf der Psychiatrie, auf der Chirurgie, auf der Dermatologie. Und am Schluss hat es mir dann gleich in die Allgemeinpraktik verzogen und in die Grundversorgung gezogen. Als ich dann am 7. Uhr morgens angefangen mit der Sprechstunde, also zuerst bin ich aufgestanden und mit dem Hund spazieren. Und am 7. habe ich mit der Sprechstunde angefangen. Und dann kommen die Patienten so im Viertelstunden-Rhythmus, Halbstunden-Rhythmus, je nachdem, wie schwierige Sachen das anstehen. Und das ist außerordentlich dicht, wenn man sich so einen Vormittag vorstellt. Das ist völlig fremdbestimmt. Also wird am Morgen schaut man den Zettel an, wer kommt alles, und dann weiss man, bis zum Mittag habe ich eigentlich keine freie Minute, was ich selber machen und entscheiden kann, sondern ich bin wirklich in dem Takt drin, der vorgegeben ist. Und das braucht eine grosse Konzentration, das braucht eine grosse Erfahrung. Und gerade für einen jungen Doktor kann das extrem anstrengend sein, da immer Ideen zu haben, was man könnte machen und immer gerade weiter zu wissen. Und das Problem ist ja, dass die meisten Patienten nicht mit einem Problem kommen, sondern der berühmte Satz, wenn ich jetzt gerade schon da bin. Manchmal habe ich nur so ein Stechen da. Und dann weiss man, jetzt geht es halt ein bisschen länger. Prinzipien sind in der Einzelpraxis und in der Gruppenpraxis das Gleiche. Es geht um Begegnung mit dem Patienten. Es geht um Therapie und Therapie ist Liebe und Neugier. Es geht darum, den Patienten zu fragen, was fehlt dir, was kann ich für dich tun? Der Unterschied ist, dass man es nicht ganz allein trägt. Erstens kann man die Infrastruktur besser auslasten. Also ein Röntgenapparat, ein Labor ist in einer Gruppenpraxis wesentlich besser ausgelastet. Zweitens kann ich den Notfalldienst teilen. Ich muss nicht jeden Tag erreichbar sein. Ich persönlich mache 50% Sprechstunde. 50% habe ich die Leitung vom Ärztenetz. Und das kann man in der Einzelpraxis nicht machen. Die kann mit der Infrastruktur nicht zahlen. Der Austausch unter uns ist extrem niederschwellig. Das kann sein, einerseits, wenn ich jemandem auf dem Korridor begegne und sage, hey, du, jetzt habe ich gerade einen Patienten gesehen, was denkst du? Oder komm schnell aufs Röntgenbild schauen. Oder schau mal den Laborwert an. Oder dass ein Patient sagt, wartet, hier im Nebenzimmer ist mein Kollege, der hat viel Erfahrung auf diesem Gebiet, wir rufen den gerade schnell. Dann telefonieren, dann kommt er vorbei und dann können wir es zusammen anschauen. Das ist für mich sehr ergiebig, das ist für den Patienten extreme Wertschätzung. Und ich lerne immer viel dabei. Mehr Freiheit und mehr Sicherheit. Obwohl dass man sagt, das geht nicht zusammen. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe mehr Freiheit, dass ich dann frei machen kann, wenn ich etwas wichtig ist. Und dann weiss ich, dass meine Kollegen mich vertreten. Und ich habe mehr Sicherheit, mehr ökonomische Sicherheit, mehr organisatorische Sicherheit und mehr fachliche Sicherheit. Also das Wesentliche ist zum Beispiel die Rundum-Tür-Erreichbarkeit unserer Praxis. Also rundum Tür erreicht man hier in der Praxis jemanden, wo man nachher weitergeleitet wird. Wir haben einen eigenen Notfalldienst mit einem eigenen Praxisauto. Also wir machen sehr viele Hausbesuche, wo man mit dem Laptop vorbeigeht, wo man nachher auf die Krankengeschichte zugreifen kann, an jedem Punkt, da wo wir Hausbesuche machen. Das ist ein grosser Vorteil, die 24-Stunden-Erreichbarkeit. Die Praxis ist nie geschlossen. Ferienvertretungen macht man intern. Wir haben verschiedene Fachspezialisten da, also sind alle Grundversorger, aber wir haben noch einen Infektiologen da, wir haben noch einen Rheumatologen da, Nephrologin da, verschiedene Fachgebiete sind hier zusammen. Und insgesamt haben wir hier etwa 150 Jahre Hausarzterfahrung, wenn wir in der Praxis zusammenkommen. Einerseits bin ich leider noch vom Ärztenetz von einem grossen, mit über 110 Doktoren, mit 57 Praxen, das gibt viel zu tun. Da kann ich das Management ausleben. Und wenn die Sprechstunde so ist, dass man von morgen bis am Abend jede Viertelstunde geplant hat, ist das Management völlig anders. Man sitzt her und muss selber verplanen, man muss selber Konzepte entwerfen, man muss selber Sachen umsetzen, wenn man das Gefühl hat, man ein gutes Konzept macht. Es gibt viel Freiheiten in der Gestaltung des Tages, aber es ist ganz eine andere Herausforderung.
Wir sind sehr engagiert im Aufbau von Gruppenpraxen. Im Moment sind wir in Schwarzenburg dahinter. Es gibt viele Sitzungen mit den Gemeinden, mit der Bauherrschaft, mit lokalen Doktoren. Aber es ist ein ganz spannender Teil und ist eine gute Ergänzung zur Sprechstunde.